Moin meine Leute, David hier, alias Pauljörg. Nicht wundern, ich zeige euch heute keine Runde, sondern das ist ein kleines Informationsvideo. Und zwar, viele, viele Informationen versuche ich immer in meine Videos einzubauen, nicht alle davon schaffe ich immer unterzubringen. Und ich wollte euch einfach mal so einen kleinen Tipp geben, wo müsst ihr hinschauen, um wirklich möglichst viel über ja, den Koop-Sektor von StarCraft 2 zu erfahren. In den deutschen Foren, in den europäischen Foren ist es halt so, dass wir keine eigene Unterkategorie für Koop haben. Es gibt nur ein einziges Forum, wo das so ist, und das ist bei US Battle.net. Also nicht bei EU Battle.net, sondern bei US Battle.net. Da habt ihr eine eigene Unterkategorie nur für Koop-Missionen. Da ist sehr, sehr viel los und dort gibt es super, super viele sehr informative Posts. Lasst euch hier nicht von ablenken, dass hier die Daumen nach unten gehen. Das liegt einfach daran, hier werden Kommandeure gerankt. Also das, hiermit möchte ich einfach mal anfangen und dann möchte ich noch ein, zwei Sachen zeigen. Hier hat jemand die Kommandeure gerankt und das hat natürlich nicht jedem gepasst, gerade für die Kommandeure, bei denen es ein bisschen schlechter ausgegangen ist. Im Endeffekt hat er es ganz gut gemacht und ich habe das mal durchgelesen, nicht mit allem bin ich 100% einverstanden, aber mit den meisten davon wirklich. Also das Ganze seht ihr jetzt zum Beispiel hier bei Tier 1, also die stärksten Kommandeure, da hat er Stukov, Nova, Vorason und Karax. Karax würde ich hier nicht reinsetzen. Karax ist für mich ein Tier 2 Commander. Vorason ist Tier 1, ja doch. Es geht hier aber auch vor allem natürlich um Mutation. Wenn ihr es hier halt seht, er schreibt hier oben auch immer die typische Army-Komposition, also Infested Civilians, Infested Marines, Infested Bunkers. Dann fürs Early Mid-Game. A ist halt das Beste, Late Game A, Mobility ist ein B und Top Panel Abilities, also Hero Abilities, das ist das, was ihr halt oben habt oder was eure Helden haben, hat er hier auch ein A, Emergency Defense A und Fall Tolerance, also wenn ihr einen Fehler macht, wie tolerant ist euer Commander, was das angeht, ist halt auch ein A und damit hat er auch recht. Wenn ihr jetzt hier Nova zum Beispiel seht, A, 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 B, Emergency Defense, ich habe die Möglichkeit mit Griffin Airstrike mich hochzuheben und woanders hinzugehen. Ich habe den Airstrike, das könnte ein B sein. Und Fall Tolerance, ja, B. Da würde ich ihr wahrscheinlich C geben. Wenn ihr hier einen bösen Fehler macht, verliert eure Armee, war's das. Aber auch ansonsten hat er einfach alles mit den typischen Kompositionen und hat dann einfach immer alles durchgerankt. Das ist auf jeden Fall super interessant, sich mal anzugucken. Tier 2, Rainer, Kerrigan, Artanis, Sagara und Alarak. Boah, Alarak weiß ich nicht. Sein Midgame ist echt super schwach. Und auch Zagara, wenn man Mutation zum Beispiel mit reinnimmt, dann würde ich sie hier definitiv nicht als Tier 2 sehen. Und dann halt Tier 3, Sworn und Tier 4 hat der Abatur genommen. Das hat ihm natürlich wahrscheinlich auch die ganzen Dislikes genommen. Abatur ist zwar nicht der beliebteste Commander und auch nicht einer der meistgespielten, aber trotz allem mögen die Leute Abatur. Und auch wenn sein Early Midgame wirklich ein D ist. Und auch sein Late Game ist klar ein A, aber seine Mobilität ist grausam, sein Early und sein Midgame ist furchtbar, seine Top Panel Abilities sind katastrophal, seine Emergency Defense ist katastrophal und wenn eure Armee stirbt, tja, dann seid ihr raus aus dem Game. Noch schlimmer als bei Nova. Nova kann halt noch eine andere Armee bauen, aber seine Armee ist einfach weg. Und da wird auch nichts Gutes mehr bei rumkommen. Das ist halt dann hier noch so edited, ne, was er noch so gesetzt hat, dann seht ihr, ja, das hier ist alles so, einige schreiben da ein bisschen was dazu und hier, das ist schon rausgeblinkt, weil es minus 20 ist. Und dann hier auch noch so ein paar Foren, paar Links und sowas. Aber das hier ist erstmal wirklich nicht schlecht, er hat im Großen und Ganzen recht. Abatur würde ich jetzt nicht so katastrophal sehen, also den scheint er nicht zu mögen, schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist natürlich auch mal ein bisschen subjektiv, aber im Großen und Ganzen hat er hier mit diesem Ranking absolut recht. Und was man halt noch so im Forum findet, ist auch mal ganz interessant. Das ist jetzt wieder ganz neu aufgepoppt von ihm hier, Devastator, da sage ich gleich noch was zu. Aber ansonsten habt ihr hier Bugs und wie ihr euch challengen könnt und was in der Zukunft so passieren soll oder was die Leute sich wünschen. Tatsächlich ist es auch so, dass Blizzard hier liest. Also hier wird auch ab und an geantwortet. Auch wenn hier Bugs und sowas veröffentlicht werden, dann kriegt man regelmäßig mal eine Antwort. Auch hier von The Skunk, das ist ein MVP. Und hier könnt ihr alles Mögliche rausfinden. Vieles ist auch einfach nur Rumgeweine. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt Donny Familien sieht, da gibt es ständig Leute, die sich über die Map Familien aufregen. Ja, mein Gott, ne? Ich mag die Map. Je länger man spielt, desto mehr mag man solche Maps. Aber was soll's. Hier sind aber noch so ein, zwei Sachen, die ich euch zeigen wollte, und das ist A hier. Das ist jetzt erst vor einem Tag aufgepoppt. StarCraft hat ja auch einen Twitter-Account, also Blizzard hat einen Twitter-Account für StarCraft, und dort haben sie veröffentlicht die drei meistgespielten Kommandeure. Und das sind Rainer, Nova, Karax. Hier nur ganz kurz. Ich bin total überrascht wegen Nova, weil sie einen Commander, den man bezahlen muss, und viele sich im Forum immer darüber aufregen, wenn ein Commander 5 Euro kostet.
aber noch mehr überrascht mich Karax. Karax überrascht mich deswegen, weil ich finde, seitdem Sukhov da ist, sehe ich keine Karax mehr. Früher habe ich unglaublich viele Mitschreiter mit Karax gehabt. Dazu muss man wissen, das ist nur für brutal, also nur für den Schwierigkeitsgrad brutal. Und zwar weltweit von allen Servern die meistgespielten drei Kommandeure. Rayna ist nicht überraschend, Rayna ist Free-to-Play. Rayna, wer sich die Free-to-Play-Variante runterlädt, der hat drei Kommandeure. Rayna, Atanas und Kerrigan und er hat die Terraner-Kampagne. Und wenn man aus der Terraner-Kampagne kommt, ist es natürlich, ja, most likely, man pickt Rayna. Das heißt, nicht wirklich überraschend, dass er da ist. Und viele, viele Top-Gamer picken Rayna, weil sie da am besten zeigen können, wie gut sie sind. Rayna belohnt gutes Play. Nova ist mega, mega stark. Sie hat keine Schwäche im Spiel. Von Early Game bis Late Game ist sie immer top. Und dass sie da oben ist, klar. Karax wird, denke ich, bis zum Ende des Jahres von Stukov überholt werden. Und dann geht es ja auch hier darum, ne, wer die Top 5 rund machen würde. Und hier ganz unten steht es dann auch. Ich habe mir das auch mal angeguckt auf Twitter. Blizzard responded on the page and said Stukov was number 4. Also Force. Und ja, Stukov ist tatsächlich jetzt schon Platz 4 und ich denke auch bis zum Ende des Jahres wird er Karax komplett eingeholt haben. Jetzt in der aktuellen Mutation wurde Karax unglaublich oft gewählt und deswegen ist seine Zahl wahrscheinlich auch nochmal bis nach oben gegangen. Karax, Stukov wird nicht weit dahinter sein. Wenn man überlegt, wir haben 11 Kommandeure, jeder hat, wenn alle gleich gespielt werden würden, lägen sie so bei 9%. Und deswegen ist es natürlich hier bei 13,57, 12,57, die nehmen natürlich schon einiges an Prozent weg. Ich denke mal so Abatur und Sworn und so, die werden ein bisschen weiter hinten sein. Was sonst noch sehr, sehr interessant ist, ist immer von CTG, Coop Mutation, es wird von ihm gepflegt. Der spielt sowohl auf dem US-Server wie auch auf dem Asia-Server und auf dem asiatischen Server haben sie ja die Mutation einen Tag früher. Und da setzt er sich halt wirklich jeden Sonntag hin, jeden Sonntagabend könnt ihr das hier sehen. Da geht es dann halt um die aktuelle Mutation, was da so alles drin ist, auch welche Mutationen da drin sind, Speedfreaks, mit einer kurzen Erklärung. Dann hier unten immer so ein paar Sachen, so kleine Notizen, wie viel Prozent verlieren die Einheiten pro Sekunde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Einheiten zum Beispiel jetzt den schwarzen Tod tragen, 33%. Und dann hier unten, hier erstmal View, Replace und Brutal Difficulty, also hier schafft man es nur hin, wenn man es auf Brutal geschafft hat, dann kann man es hier unten reinposten und dann wird es hier oben eingefügt. Dann seht ihr dann immer wer und mit welchem Command, dann seht ihr halt Karax Sworn, Karax Stukov, Rayna Stukov, Atanas Sworn, Kerrigan Stukov, Zagara Karax. Also ihr seht halt diese Woche definitiv die meistbeliebtesten Kommandeure, definitiv die Defensiven. Das hier habe ich auch in einem meiner Videos schon gepostet, in den Kommentaren. Das war einfach geniales Gameplay von Vorazun und Alarak. Mega gut, was die beiden Koreaner hier geleistet haben. Sowas hat man auch manchmal dabei, aber ansonsten könnt ihr euch hier schon so ganz schnell einen Überblick holen, was, ne, so aktuell angebracht ist. Darunter wird auch mal viel diskutiert über die Mutation und noch einige Sachen hinzugefügt. Und dann habt ihr hier immer noch Commander of the Week. Letzte Woche war es Nova. Nova hat hier von den meisten Leuten, oder wurde am meisten gepickt und hat sich am besten geschlagen auf der Mutation letzter Woche. Nova, Stukov sind seit Beginn des Jahres, also seitdem Stukov da ist, sind Nova und Stukov hier regelmäßig. Nova ja schon ein bisschen länger. Nova, Stukov nehmen hier super, super auf Platz 1 an. Das war jetzt auch letzter Zeit Kerrigan mal wieder. Aber im Großen und Ganzen, Rayna ist auch ab und an dabei. Karax war es schon lange nicht mehr, ich denke, aber diese Woche kann es Karax wirklich schaffen. Also, würde mich nicht wundern, wenn jetzt dann beim nächsten Post dann hier unten Win of the Last Week Karax steht. Karax oder Stukov, auf die beiden tippe ich. Sworn ist super, aber Sworn, ich halte Karax und Stukov auf der Mutation auf jeden Fall für besser. Was auch noch immer so ganz interessant ist, weil sie jetzt auch gerade wieder erst aufgepoppt ist, ist hier AI Composition. Da schreibt jemand, der nicht so beliebt ist, deswegen gehen ja auch immer die Daumen nach unten. Als er das gepostet hat, waren es minus 8, jetzt ist es schon wieder bis nach oben gegangen. Der schreibt dann so die ganzen Compositions, also das, was die Gegner uns entgegenwerfen und woran man das erkennt, schreibt er hier zusammen. Das ist schlecht kopiert, muss man sagen. Also er schreibt hier unten auch, was er empfehlen würde. Und hier nur so als Beispiel, ich gehe mal auf Zergs, das hier Swarmy, Zerg Build Swarmy, das sind die Selbstmord-Zergs, also Zerglinge und Berstlinge ganz extrem. Und hier vergisst er eine ganz, ganz wichtige Einheit, die super entscheidend ist, weil hier unten schreibt er, wie man es prepared, also wie man sich dagegen wappnet. Und dann schreibt er hier Luft gegen Luft. Das Problem ist, bei diesem Bild, wenn ihr es vermeiden könnt, würde ich euch niemals empfehlen, gegen Zergling, Berstlinge Luft zu bauen. Warum? Was er hier nicht aufschreibt, sind Terrors, also die Scourges. Und die Terrors zerlegen eure Lufteinheiten, als ob ist nichts wert. Die gehen da durch wie durch Butter.
Und da habt ihr dann das Problem, wenn ihr zum Beispiel Artana spielt und ihr spielt mit Tempest und nur mit Tempest, die werden die Scourges nicht zerstören können, bevor sie an sie ran sind, und ihr verliert einfach alle eure Tempest. Das heißt, sowas, er hat hier bei den Vorschlägen, die er macht, ganz, ganz häufig nicht recht. Und das hier ist ein bisschen älter schon, ich öffne das mal, vom 8. Oktober letzten Jahres, aber das hier ist besser. Weil hier einfach wirklich das viel, viel detaillierter aufschreibt, und ich finde es deswegen ganz geil, weil er schreibt dann hier auch erste Welle, zweite Welle und das halt bis zur letzten Welle. Und das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel ausführlicher, sehr, sehr viel besser und nicht so zusammengekleistert. Bei dem davor, also bei dem hier seht ihr, der hat möglichst versucht, nicht das hier zu kopieren. Ich hätte das hier einfach stumpf kopiert und hätte dann meine Ideen dazu geschrieben, hätte da geschrieben, ne, danke an Jedi, aber für diese Compositions ist das so. So hätte ich es gemacht. Er hat das halt kopiert und nicht besonders gut kopiert, weil hier ist es erheblich ausführlicher. Und hier wisst ihr auch bis zur letzten Welle ganz genau, welche Einheiten auf euch zukommen, und dann könnt ihr euch dementsprechend wappnen. Was hier das Schöne ist, ihr erkennt dann schon an den Wellen. Also gegen Protoss ist es mal schwierig, da müsst ihr auf die zweite Welle warten. Hier Zealots und hier Adepts, Zealots. Ihr habt hier 3 Adept-Builds und 3 Zealot-Builds, und da müsst ihr eben auf die zweite Welle warten. Wenn dann halt ein Stalker dazu kommt, dann wird das hier reingehen. Wenn es ein Sentry ist, also ein Wächter, dann wird das hier rübergehen. Und hier ist noch, genau, wenn es ein Scout ist, dann geht es halt in Richtung Skytoss. So, und das, wenn ihr euch das so merkt, ihr wisst, okay, ihr müsst euch ja eigentlich immer nur merken, was ist das Heftige an dem Comp. Es gibt im Endeffekt eigentlich nur so was ganz Entscheidendes. Sind es Zealots am Anfang, müsst ihr noch nicht großartig drauf reagieren. Wenn es aber Zealot und Stalker sind, dann wisst ihr, in welche Richtung das geht, und dann könnt ihr euch wappnen. Und das gleiche auch für Depths und so. Rennt ihr nicht in die falsche Richtung. Wenn ihr hier so eine, ihr müsst nicht jede Einheit wissen, die kommt, aber ich sag mal so, wenn ihr den Kern wisst, der da kommt, wie zum Beispiel sehr, sehr luftlastig, sehr, sehr bodenlastig, sehr AOE-lastig, dann könnt ihr dementsprechend die falschen Builds vermeiden. Das hat mir persönlich extrem geholfen, diese Liste. Natürlich hat man nach einer gewissen Zeit auch so ein bisschen Gefühl dafür, was kommt, aber hier habt ihr es einfach ganz genau aufgelistet, und das hilft immens. Gut, hier hat er noch was geschrieben wegen Phönixen und so. Man muss nicht alle Kommentare lesen, das hier reicht eigentlich, um wirklich so auf dem Laufenden zu sein. Ja, und das war es eigentlich soweit zum OS Battle.net. Ihr findet hier ganz, 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 ganz viel, auch wenn mal ein Skill misst, ein Bug oder sowas ist, und ab und an hat man hier auch mal eine Antwort von Blizzard. Ja, und halt sehr, sehr viele Ideen immer, ne? Also, ja, was sollte passieren, wenn man Level 90 erreicht hat? Oder, ja, hier auch sowas, ne? Ist Donny Familien Pro oder Anti-Valerian? Das ist eigentlich, sowas kann man halt sich durchlesen. Wie ihr seht, bei mir ist das weiß. Ich habe es mir nicht durchgelesen, weil es mich nicht interessiert. Disruptor ist jetzt in der Datenbank aufgetaucht. Das ist eigentlich ganz interessant. Wenn ihr halt in die Keyboard-Settings geht, also in die Tastatur-Einstellung, dann findet ihr jetzt auf einmal hier Disruptor. Und das spricht ja alles dafür, was auch schon seit längerem jetzt eigentlich Gerüchteküche ist, nämlich, dass als nächster Commander Phoenix auftaucht, oder Talandir, glaube ich, heißt der später dann. Egal. Ja, Phoenix wird wohl der nächste Commander sein, danach ziemlich wahrscheinlich die Harker, weil auch für den jetzt, genau, Talada? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Phoenix wird der nächste Commander sein, das ist ziemlich wahrscheinlich. Es gibt Voice-Nachrichten schon, also Sprachlinien, die jetzt schon im Editor eingefügt sind. Seine Einheiten sind schon in dem Spiel eingefügt, die er bekommen soll. Also es sind Disruptor und ja, so ein ganz komisches Orakel und so ein Kram. Also man kann schon so ein paar seiner Einheiten sehen. Und ja, ansonsten halt immer wieder so, ja, mein Commander ist zu schwach, ich hätte ihn ganz gerne stärker. Dann können 1000 Leute sagen, nein, der ist super OP und spielen das richtig. Aber hier gibt es immer wieder sehr, sehr interessant. Ihr solltet auch ein bisschen weiter nach hinten gehen, nicht nur die Neuesten lesen, weil gerade etwas weiter vorne findet ihr dann so Sachen wie ökonomische Build-Orders, Build-Order allgemein für meinen Commander. Ihr könnt dann hier oben halt suchen für Artanis und so ein Kram. Ich bin ja auch angemeldet, habe ja aber noch nie gepostet unter Pogliok, und ja, viele Europäer, die ihr so im tagtäglichen Random Queue findet, werdet ihr auch hier wiederfinden vom Namen her, weil das ist halt das einzige Forum mit einer eigenen Kategorie Koop, und dadurch ist hier einfach mehr los, Fragen werden besser beantwortet, und das ist auch das Forum, in dem man auch mal eine Antwort von MVPs oder von Blizzard bekommt. Und ja, deswegen, das ist einfach das Forum, in das ihr gehen solltet. Reichen eure Englischkenntnisse nicht, dann bleibt im Deutschen, aber da ist halt sehr, sehr viel weniger Info zu holen als hier.
Und ansonsten jagt das alles durch den Google Translator, weil hier sind manchmal wirklich extrem geile Infos. Das ist auf jeden Fall, was ich euch ans Herz legen möchte. Lest euch regelmäßig das US Battle.net durch. Hier habt ihr richtig coole Sachen, die ihr vielleicht auch vorher gar nicht wusstet. Ihr dacht, ihr habt es richtig gemacht. Und dann taucht ihr einer auf und zeigt das auch mit Videos. Hier werden ganz, ganz oft Videos auch gezeigt, wo dann Spieler etwas Bestimmtes tun, um einen bestimmten Comp zu countern und wie das funktioniert und wie sie es micromanagen und sowas. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich gucke hier täglich rein. Ist auf jeden Fall nur empfehlenswert. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.